So, hallo. Wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Und ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich meine komplette Vorproduktion aufgebraucht habe. Das heißt, diese Aufnahme seht ihr morgen. Ja, das ist, wir sind jetzt wirklich wieder an dem Punkt, wo es die ersten paar Folgen, je nachdem wie schnell ich wieder vorproduzieren kann, wo die ersten paar Folgen doch sehr schnell von euch dann gesehen werden. Deswegen kann ich auch gleich auf den Kommentar von Aggressor eingehen aus dem gestrigen Part, vorgestrigen Part, wo er geschrieben hat, dass ich habe das schon öfter irgendwie registriert, aber noch nie wirklich durchgeführt, dass es doch schlau ist, wenn man schon sieht, dass man einen HP abbekommt, auch mal den Stachelraum zu nutzen. Weil jedes HP ab heilt ein Herz. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht... Ne? Weiß ich einfach nicht. So. Ich möchte versuchen, möglichst... Also, ganz kurz vorher, bevor wir hier weitermachen. Ich werde jetzt diesem Flip-Ding noch einen Part geben, nämlich diesen hier. Der wird maximal eine Stunde. Also ich denke jetzt nämlich nicht, dass wir gute Runs bekommen werden. Und dann würde ich erstmal die nächsten Charaktere mir anschauen, weil ich will mich mit dem hier, ich glaube, mit dem hier hält man sich sehr lange auf. Ich glaube, das wird eine sehr schwierige Geschichte, hier was zu reißen. Deswegen, ja, wir werden mal versuchen, hier so durchzukommen. Okay, da liegt ein Schlüssel irgendwo. Das ist schon mal nicht so gut. Vielleicht kann man den Schlüssel schon ran, vielleicht auch nicht. Ersteres wäre schön, letzteres nicht. Oder ist noch eine Spinne irgendwo? Ja, natürlich. Oh, nö! An den komme ich natürlich nicht ran. Na gut, gehen wir in den Kampf. Jetzt habe ich lediglich einen Meat Cube. Das ist natürlich nicht das Wahre. Und was mir auch eingefallen ist, beziehungsweise aufgefallen ist, in den späteren Ebenen wechselt es doch teilweise enorm schnell. Ne? Wisst ihr, was ich meine? In den späteren Ebenen wechselt es doch teilweise enorm schnell. Die Dings. Die Phase hier. Dann kann ich doch teilweise in dem Moment gar nicht angreifen, weil in dem Moment, wo ich wechsle, kann ich ja nicht schießen. Was echt, na komm. Was echt Müll ist. Okay. Ja, das würde ich jetzt dann doch mal ihm geben, weil der andere hatte schon gutes Damage. Also Damage-Ups müssen wir eigentlich nicht dem zweiten geben. Der hat schon gutes Damage. Das sollte er bekommen. Zumindest meine Theorie. Dass sie halt beide brauchbar sind. Das ist jetzt das Problem. Ich brauche ja beide brauchbar. Es reicht ja nicht, wenn einer brauchbar ist. Das ist ja der Mist an der Geschichte. Okay, ich kann 3,5 Herzen, kann ich hier jetzt risky gehen. Kriege ich auf jeden Fall wieder. Wir gehen weiter, Risky. Scheiße. Das nützt mir alles nichts. Ich habe gehofft, der bringt mir ein Item. Ich möchte eigentlich schon... Ja gut, wusste jetzt nicht, dass da ein HP abkommt. Hätte ich vorher mal hier reingehen können. Hey.
Okay, super. Optimal. Ja. Okay. Ich denke, am Anfang ist es sowieso schlau, hier reinzugehen, weil wenn es kacke ist, resette ich halt. So, keine Ahnung. Ne? Aber das würde ich eh dann dem anderen jetzt geben. Wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal, was noch in den anderen Räumen ist. Ach, super, da komm ich her. Da ist ein Special, den könnte man mal sprengen. Nice. So, das bedeutet jetzt nämlich schon mal mehreres. Das bedeutet jetzt zum einen das hier. Und das hier. Was bist du denn? Ich glaube einfach mehr Bomben, ne? Und Homing-Bombs, ja, okay. So, würde ich ihm jetzt das Knochenherz versuchen zu geben? Entschuldigung. Genau. Okay. Und dann können wir jetzt nämlich noch an die Kiste hier rangehen. Ja, okay. Ich habe halt auf was Besseres gehofft. Aber ich meine, so habe ich nichts verloren. Ne? Und dann können wir jetzt eigentlich noch den Geheimraum suchen. Yo. Yo. Das ist jetzt halt alles nur bei ihm. Das ist jetzt alles nur bei ihm. Der andere hat jetzt halt lediglich das Tiers ab. Okay. Aber das ist jetzt mal Voraussetzung, die interessant ist. Er schießt jetzt zumindest schneller. Dafür halt mit weniger Damage. So, wir wechseln. Wir wechseln. Das Problem ist halt, also das Hauptproblem, was ich bei dieser Geschichte immer haben werde, ist, dass ich den Flip eigentlich nicht für den Kampf hier nutzen darf, sondern ich muss den Flip dann nutzen, wenn ich jemandem ein anderes Item geben will. Na, wenn es gutes Item im Shop ist und es ist aber für den anderen besser, dann ist es immer kritisch. Das wird immer kritisch werden. Wir sind viel zu langsam. Wir machen viel zu wenig hier. Wir kommen hier nicht voran. Wir kommen hier nicht schnell genug durch. Das ist insane. Ich weiß nicht, ich. Muss sofort wechseln, wenn wir jetzt wieder gewechselt werden, weil der andere hat nur noch ein halbes Herz. Lass mir mein Knochenherz. Jetzt kann ich wieder auffüllen. Wenn es weg ist, kann ich es nicht. Scheiße. War nicht so gut. Aber jetzt ist halt wieder das Problem. Ich habe jetzt den Flip schon eingesetzt. Ich kann jetzt nicht mehr wechseln. Ich kann jetzt nur ihm die Sachen kaufen und der andere hat ein halbes Herz. Ich kann ihn nicht mal heilen.
Ich meine, hier liegen ja Herzen rum, aber ich kann ihn nicht mal heilen. Ist das kacke. Ich kann ihn nicht heilen. Alter, was ist denn da unten für ein Fuck? Oh mein Gott. Ja, danke. Mach dich weg. Hör auf, die Scheiße da zu produzieren. Oh mein Gott, was ist da unten denn für eine Produktion am Laufen? Ja, lauf noch in mich rein. Du. Scheiß Viech. Ja, aber ich kann jetzt nicht flippen. Ich könnte ihn schön heilen, den anderen, aber ich kann... Oh. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann Lamp of Coal kaufen. Cool. Das bringt ihm was. Das bringt ihm was. Aber der... Ach nee. Ich kann nicht wechseln. Ich muss jetzt mit dem halben... Okay, ich muss jetzt eine Runde durchhalten. Eine Runde muss ich jetzt durchhalten. Mit dem halben Herz. Gegen diese Ansammlung hier. Geil. 12 Sekunden. 12 Sekunden durchhalten. Dann kommen wir weiter erstmal. Dann kommen wir erstmal wieder weiter. Aber die 12 Sekunden muss ich jetzt noch durchhalten. Okay. Nein. So. Gleiches Problem wie vorhin. Durch den Forced Flip, den ich halt vorhin hatte, kann ich jetzt nicht. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Das wäre für den anderen gut. Ich kann nicht wechseln. Ich kann wechseln, mit Glück kann ich wechseln. Kampfraum, perfekt. Oh mein Gott, ja. Yes. 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 So viel Yes. Hol dir das. Ah, mein Gott. Okay, okay, okay. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob da noch Geld rauskommt. Dann würde ich mir noch den Tiersab da unten holen. Okay, kein Tiersab. Okay, aber jetzt hat er auch ein bisschen, ein gewisses Damage ab. Ein gewisses Damage ab. Nicht das Beste, aber er hat eins. So. Aber das ist genau das Problem. Deswegen, ich muss diesen Flip sehr, 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 sehr geschickt einsetzen. Einen Notfallflip sollte ich nicht nutzen müssen. Einen Notfallflip sollte ich nicht nutzen müssen. So. Thank you.
natürlich wollen wir auch keine Satan-Deals mit denen haben. Das ist ganz klar. Okay, mehr kann ich jetzt effektiv nicht tun. Ne? Wir haben hier wirklich getan, was wir tun konnten. Ich habe alle Herzen aufgesammelt. Es ist alles vollbracht für den ersten Raum. Gehen wir weiter. Es ist echt kritisch. Und wenn ich jetzt hier gute Items sehe, dann kann ich sie wieder nur für ihn hier holen, weil ich aktuell noch nicht flippen kann. Aber da könnten wir jetzt eigentlich das blaue Herz, was wir halt haben, auch aufgeben und den Stachelraum vorher uns anschauen. Und da ist eine Batterie, okay. Und da ist diese Batterie. Die würde ich mir dann auch holen. Jetzt holen wir uns erstmal einen Schlüssel. Oh. Oh no! Itemräume mit Gegnern drin lassen mich ja auch flippen. Ach, du Schande. Okay. Dieses Fadenkreuz-Ding, war das dieses, dass ich gut treffen muss? Dings, dieses hier, weißt du schon? Also du weißt es, aber ich nicht mehr. Ach genau, Markt. Directed Tears. Ach nee, der schießt auf das Target. Ich weiß nicht, ob das. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Egal für wen. Wir haben dadurch aber halt hohe Tiersrate, ne? Wir probieren es aus. Ja, ich habe halt dadurch eine hohe Tiersrate. Vielleicht nützt es mir am Ende was. Wir werden sehen. So, jetzt liegt hier ein Herz rum, ne? Genau. Dann können wir uns jetzt auch mal hier reinbegeben. Ach, weiß das Spiel. Dann bin ich jetzt aber ganz ehrlich, dann nehme ich jetzt doch mit ihm das HP ab mit. Sonst ein bisschen alles kritisch. Es ist schon wieder alles kritisch hier. Scheiße. Ah nee, jetzt wächst mir jetzt zu. Nein, ich wurde direkt getroffen. So, die Range ist halt auch höher gegangen. Oh nee. Na, ich bin tot. Da komme ich nicht raus aus der Nummer. Er wird nicht überleben diesmal. Jetzt ist er der Kritische. Der eigentlich stark ist, ist jetzt der Kritische wegen der Energie. Ja, jetzt sind sie alle kritisch. Ja, das war's. Ich komme nicht schnell genug durch. Alter.
Alter. Ach ja, komm, genau, Gappi haut noch mal rein. Super. Ganz fantastisch. Ja, was soll mir das nützen? Was soll mir das nützen? Dann ist er unten. Oder im Dingsraum könnte auch sein. Ja, aber was soll ich jetzt? Naja, kann ich vergessen. Hä? Wait, what? Oha! Also ich habe jetzt ein Problem, weil jetzt ist, ich habe nur das halbe Herz, aber... Ist gerade passiert? Ist das ein Ding? Wenn einer wiederbelebt wird, ist der andere unwiederbringlich tot? Und man hat nur noch den anderen? Es gibt keinen Wechsel mehr? Was ist, wenn ich jetzt Force flippe? Ah, okay, das gibt's noch. Aber von selbst kam der Wechsel nicht mehr. Ist das ein Ding? Ist das eine Strategie? Ist das eine Strategie? Dass ich sage, okay... Ich versuche mich irgendwie wiederbeleben zu lassen. Und dann ist nur noch einer da? Oha. Oha, ja komm. Genau, für 99 Münzen. Läuft. Okay, wir probieren es wieder. Geil. Richtig geil. Super. Hat der gut funktioniert. Na! Oh Gott, 10 Sekunden durchhalten. Ja, haut nicht hin. Okay, letzter Versuch für heute, weil dann, denke ich mal, werden wir es auch haben. Okay, der gleiche Start wie gerade. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich nicht arbeiten. Dann gucken wir doch noch hier rein. Naja. Okay. Nein!
Na, scheiße. Und wieder zwei unnötige, komplett unnötige Treffer. In den Runden. Kalasia, oh mein Gott. Nein. Na! No! Er braucht halt dringend sein HP ab. Scheiße, ah, das war ein schöner Anfang eigentlich. Den hätte ich gerne ein bisschen weiter gemacht. Hier ein Speed-Up am Anfang. Oh, jetzt wechseln wir. Wir wechseln. Ging jetzt ein Wechsel, ja. Aber er kann auch ein Speed-Up vertragen. Das passt eigentlich sogar. An sich passt es sogar. Er kann den Speed-Up vertragen. Ja, cool. Aber das war's halt auch schon. Das war schon alles. Nee, so will ich nicht starten. So starten wir nicht. Box ist okay. Aber Box ist halt jetzt eigentlich gar kein Item, was mir nachträgt. Okay. So, Problem ist jetzt schon wieder. Jetzt hat's er. Jetzt kriegt er das. Dieser forcierte Wechsel ist richtig kritisch. Mit diesen Dingern. Na, super. Oh, wait. Kriegen wir jetzt nochmal einen Wechsel? Krieg ich so einen Wechsel hin? Ach, schade. Warum da jetzt nicht? Ach, das ist doch schon wieder kacke. Ey, das wird mich im Hauptrun auch so aufregen, wenn ich eigentlich mit jemandem in einem Itemraum was nehmen will und dann wechselt es einfach durch. Shit. Ich meine, gut. Gutes Item, aber der falsche hat's. Der ist ja schon ganz gut mit Schießen. Das hat der andere gebraucht. Der ist jetzt halt wieder super schwach unterwegs erstmal. Nein! Oh, Mann. Lauf ich da wieder rein? Ja, ich meine, ich habe jetzt schon wieder zu viel. Es ist jetzt schon wieder viel zu viel los. Ich komme schon wieder nicht raus hier. Wenn ich mich in einer Phase nur mit einem einzigen Gegner beschäftige, dann ist halt Kacke. Nee, nee. Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Es ist schon wieder viel zu viel los. Nee, komm, kein Bock. Was hat er jetzt gespawnt? Ah. So. Okay. Okay, Risiko. Damit kann ich leben. Mit den Dingen kann ich leben, die passiert sind. Die Items hier sind Müll. Da wird man dann gar nichts kaufen in der Runde. Aber jetzt müssen wir erstmal hier durchkommen. Der andere hat nichts. Der andere ist ganz normal mit seinem... Gut, er hat halt schon sein starkes Damage. Muss halt überstehen.
Komm schon nicht schnell genug durch. Ich hasse das. Guck mal, wie viele Gegner schon wieder da sind. Ich schaff's nicht, ordentlich aufzuräumen. Und wenn der andere auch mal rote Herzen bekommen würde, ist der Dings natürlich recht cool. Weil er die Herzen hier liegen lässt. Das ist schon recht praktisch, aber ich komme halt nicht zu. Ich halte mich mit einem scheiß Gegner die ganze Zeit auf und es kommen immer mehr. Mann. Ich komme da nicht. Also, das ist. Das ist ein Modus, den lassen wir erstmal. Also definitiv. Den werden wir erstmal lassen müssen. Das hilft nichts. Nee. Ja, scheiße. Okay. Lassen wir es erstmal an der Stelle. Vielleicht habt ihr Tipps für mich. Ich hab's nochmal probiert. Aber ich komme über. Man muss am Anfang halt wahrscheinlich einfach auf richtig krasse Items rerollen und keine Ahnung. Also so jemand wie ich, der halt schlecht spielt. Jemand, der gut spielt, kommt wahrscheinlich durch, aber uff. Nee. Danke fürs Zuschauen. Wir gucken uns nächstes Mal den nächsten Tainted-Charakter an. Und tschüss.